Willkommen wieder bei Ghost Recon Wildlands am Stissel. So, wir suchen jetzt diesen lustigen Journalisten, den Blogger, der wahrscheinlich verprügelt worden ist. Ich weiß nicht, irgendwie sowas haben wir ja in der letzten Folge gesehen gehabt. Wir sehen uns für Lisa aus. Beeilen wir uns, bevor uns sich das Kartell holt. Ja, ja. Erstmal lande ich hier mal eben mit dem Helikopter. Ganz dezent. So. Zaun noch mit wegreißen. Passt schon. Ich bezweifle, dass unser Kollege noch da sein wird, der lustige Blogger. Ich denke, der wird schon entführt worden sein. Hallo? Aber er hat sich hier gesund ernährt von lecker Dosen. Ist das Chili con Carne in Dosen oder so? Lass es dir schmecken. Verdammt. Wow. Zu spät. Felice ist tot. Wow. Ja. Aber er ist nicht einfach so tot. Er ist besonders tot. What the fuck? Diese verdammten Welten. Seine Daten sollten hier irgendwo sein. Er ist auf jeden Fall tot. So, Computer überprüfen. Hey, hey, lieber PC, hast du irgendwas? Ach, haben sie natürlich geklaut. Die sind ja nicht blöde. Scheiße, die Festplatte fehlt. Und ach Mann, ey. Felice ist tot und die Festplatte weg. Der Mörder hat eine ziemliche Schweinerei hinterlassen. Woher wissen Sie das? Der Schwachkopf hat gerade ein Selfie von sich am Tatort getwittert. Er hat das Foto geokodiert. Ich schicke Ihnen seinen Standort. Sehen Sie zu, dass Sie Felices Festplatte retten, bevor sie zerstört wird. Unterwegs. Oh, mein Mikro war gemutet. Ja. Der arme. Wo sollen wir denn jetzt hin? Verhören Sie den Dieb. Ja, sehr clever auf jeden Fall. Ein Bild von sich am Tatort zu machen und zu twittern. Ja? Das kommt ja ganz nach einem Apo-Wet zum Beispiel. Sich filmen, wie er irgendwo sich einsperrt. Illegal. Sehr clevere Sachen. So. Ah! Oh Gott! Oh okay, Gott! Ich bin drin. Alles gut. Alles gut. Oh, das war knapp. Habt ihr das gesehen? Kurze Turbulenzen, ne? Aber wir leben noch. Was war denn das jetzt hier? Das war ja hier das kleine Gebiet. Gibt es da noch irgendwas Interessantes, außer den Journalisten der Firma weg ist? Der arme Mann. Ich dachte, den können wir retten. Ja? Jetzt hat er sich quasi selber ausgeschalten, indem er normal war. Ist das ein bewegendes Ziel oder kommt mir das nur so vor? Oh. Ich lande mal hier. Ah! Ich lande! Ich lande! Flor de Oro. Da gibt es schöne Bäume, aber die Provinz ist das Herz der korrupten Unidad. Wir wollen die Romanze zwischen Unidad und Kartell beenden. Das bedeutet, General Barro muss weg. Der Unidad-Befehlshaber. Wie schwer kommt man an ihn ran? Wir wissen nicht, wo der General ist. Ich hab doch extra seine Reifen zerschossen. Zentrum in der Unidad-Basis Jaguar berichtet. Hä, als ob der so easy fahren kann. Soldaten auch etwas über ein paar hässliche Operationen der Unidad. Ich verstehe das nicht. Einiges über Barro finden. Ich schicke Ihnen jetzt den Standort der Basis Jaguar. Das Rechenzentrum liegt vor. Alter, schnell fährt denn der weg? Wir haben kein Passwort. Sie müssen sich also reinhacken. Ja, machen wir. Aha, wir brauchen die Platte. Lasst ihn am Leben. Das ist doch zum Heulen. Guck mal, wie weit er weg ist. 500 Meter. Hä? Der fährt aber ganz schön schnell. Sorry, aber wozu kann man denn Reifen zerschießen, wenn es null bringt? Und er dann immer noch wegfährt wie ein Verrückter. Wobei, jetzt ist er, glaube ich, stehen geblieben. Nach 5 Millionen Metern. Aber das ist doch irgendwie awkward, oder? Wenn man die, ich hätte gedacht, wenn ich die Reifen zerschieße, dann kommt der nicht mehr so weit. Habe ich auch mal als Tipp gelesen. Oh, hier ist ein Video. General Barro ist ein Patriot. Er leitet die Unidad, die bolivianische Militärpolizei, von seiner Operationsbasis Jaguar in Flor de Oro. Als Santa Blanca in Bolivien ankam, wollten sie Krieg mit der Unidad. Unschuldige Zivilisten landeten im Kreuzfeuer. Die Anzahl der Toten war unglaublich.
Baro hatte genug Tote in seinem Leben gesehen und wollte Frieden in seinem Land. Also arrangierte er einen geheimen Deal zwischen El Sueño und der bolivianischen Regierung. Die Unidad stimmte zu, wegzusehen und ließ Santa Blanca ihr Geschäft durchziehen. Im Gegenzug versprach das Kartell, die Morde auf ein Minimum zu reduzieren. Offensichtlich war das Ergebnis durchschnittlich. Die Beziehung zwischen Santa Blanca und Unidad ist angespannt. Jetzt, wo Bolivien ein vollwertiger Narkostaat ist, glaube ich, dass er seine Entscheidung bereut. General Baro ist entweder ihr größter Feind oder ihr bester Verbündeter. Das kann man nur auf eine Art herausfinden. So ein Trottel. Beim Nahrungscontainer. Geh in Position. Tango ist tot. Der Tango weiß, dass was faul ist. So. Alles ja, gut, ja. Ich musste erstmal die beiden hier ausschalten, damit wir mal eben in Ruhe hier hin können. Ist da, kann ich das hier markieren? Ja, der arme Typ, der hier hängt. Ist der tot oder lebt der? Oder? Glaubt ihr, der lebt noch? Der Arme. Der Arme. Ab dafür. Die sind immer alle hier so brutal. Hey, oh, schade. Ich dachte, hier ist jetzt stehen geblieben. Hat das doch was gebracht, ja? Hat doch was gebracht, deinen blöden Reifen zu zerstechen, ja? Du kleiner Penner. Komm mal mit im Busch. Ich zeig dir mal was Großes. Das war meine Waffe. Du Penner, Alter. Erwischt, du Dreckskerl. Wovon redest du denn da? Ich hab doch nichts getan. Bis auf das Selfie mit dem Opfer, du Idiot. Hast du gesehen? Das ist mal echt krass, oder? Das findest du krass? Na, dann warte mal ab. Tipp, ein Drahtbügel und jede Menge Strom sind mit von der Partie. Chingado, Mann. Was willst du? Ramon Feliz Festplatte. Los. Die Kacke? Mann, die habe ich schon bei diesen Hacker-Nerds abgeladen. Nicht weit von hier. Holen wir uns die Platte, bevor Santa Blanca sie löscht. Klar, nicht schlechter als das. Kann ich damit fahren? Ich meine, ich habe die Reifen zerstochen. Weshalb er, glaube ich, auch von der Straße abgekommen ist. Ah, ich bin bewaffnet. Aus dem Weg. Okay. 2,4 Kilometer. In der Nähe von hier. Ja, wahrscheinlich. Story-Einsatz, ja. Aber wir machen erstmal den hier. Bergen Sie die Daten. Ich habe leider keinen... Ah doch, komm, wir fahren jetzt einfach mit dem Motorrad hin. Nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken, auf in mit dem Moped hier. Wo ist denn das? Irgendwo hier drinnen. Komm mal ran hier. Kollegen, wir sehen uns dort. Mit dem Motorrad sollte das eigentlich ganz flott gehen. Sonst wäre ich eben rübergefahren und hätte mir ein Flugzeug oder irgendwie einen Hubschrapp geholt oder so. Aber das brauchen wir ja gar nicht. Ne? Das passt schon. Oh Gott, das passt schon. Das passt schon. So, die blöden Daten jetzt holen. Ach man, diese Hackerlis. Oh Gott, da waren Unidad-Soldaten. Da muss ich mal aufpassen. Die sind immer wie die GTA-Polizei, habe ich ja schon mal gesagt. Die sind richtig ätzend. Oh, da waren aber viele Boote. Egal, wir kommen schnell voran. Also mit dem Motorrad ist man doch sehr flexibel. Auf jeden Fall viel besser als mit einem kleinen blöden Auto hier. La, 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 la. Guck mal, Leute. Ich mache coole Stunts. Findet ihr das auch? Mögt ihr das? Warum schwanke ich mit? Ich schwanke mit. Oder auf einem Rad, Leute, auf einem Rad. Bin ich nicht cool? Oh Gott. Nein, 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 nein. Oh Gott. Ich bin cool. Ah, das war knapp. Ich bin eben fast gegen Schild gebrettert. Das wäre irgendwie nicht so geil gewesen. Ah, das hätte wehgetan. Das hätte wehgetan. So, jetzt wird's wieder spannend. Ich hoffe, ich schaffe es vielleicht diesmal wieder... ohne die Ultra-Aufmerksamkeit des Todes. Da, 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 alle da stehen bleiben. Wir sind da, nicht da, 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 wo die Festplatte laut Killer sein soll. Also Augen auf. Da sind Gegner in der Nähe. Aber ich gehe auf den Berg hinauf. Bergi, Bergi, Bergi. Ich sehe einen Scharfschützen. Nee, ich sehe gar keinen Scharfschützen. Hä, wo hast du den denn gesehen? Hey, das steht ja, weil er tot ist. Neben der Kiste mit den Funkgeräten. So, Drohne, dein Einsatz. Ist das ein Luftabwehrsystem? What the? Noch ein Tango. Okay. Einfach mal ein Luftabwehrsystem da. Warum nicht?
Da müsste einer drinne sein. Aua! Ich sehe nichts richtig, liebe Drohne. Markier mal mehr hier. Hab noch einen, macht fünf. So, noch irgendwo einer? Da drinnen sind bestimmt zwei. Ja. Ich hab jetzt hier mit Maschinenpistole. Wo ist denn. Wir sinken hier. Könnten wir aufhören zu singen? Ich bin hier gerade am Arbeiten. Da müsste noch irgendwo einer sein. Hallo? Bin ich blind? Bestimmt im Haus. Und da im Haus wird auch einer sein. Jo. Ich sehe 10. Okay. Aber ich krieg den da. Ah, doch, ich hab ihn. Wir haben alle markiert, Leute. Alle markiert. Jetzt wird's lustig. Ich gehe. Komm, tötet den mal. Ziel markiert. Und den bitte. Eine gute Position. Sag, wenn du bereit bist. Ziel erfasst. Ich kann das Ziel nicht mehr sehen. Das war's mit ihm. Als ob. Der Alarm, packen wir es. Der Leutnant entkommt. Geh kaputt! Öffne Feuer! Penner. Ach man, als ob ich den einen nicht erwischt habe eben. Das ist doch wieder. Der Horror. So, Kollege. Da drinnen ist jetzt Ende im Gelände. Der mit dem I ist entkommen, aber der ist glaube ich auch nicht so mega wichtig wie der Rest hier. Zeige dich! Danke. Und du da unten noch. Kannst du bitte sterben? Oh nein, da kommt Unidad-Soldaten. Au, 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 au. Na sicher kommen jetzt Unidad-Soldaten. Unidad Patrouilleur Alamiot. Ja, geil. Ich liebe es. Ich krieg doch wieder zu viel. Ich geh mal den Strom ausschalten. Einfach weil ich es kann. So. Strom aus. Kann ich das da auch irgendwie. Ah! Ah! Ich hab meine Waffe nicht in der Hand. Du Penner! Ich will gucken, ob ich das hier ausschalten kann. Vielleicht mit Splittergranaten? Ah ja, super, super. Damit haben wir ja schon mal ein bisschen Ruhe. Ein bisschen Ruhe. So. Da müssten irgendwo noch ein Unidad-Soldat sein. Er nervt so Leute, ne? Gegner getroffen. Stirb doch rum! Ah! Danke. Einer lebt noch. Einer lebt noch. Da unten irgendwo ist der kleine Lulatsch. Danke. Geht doch, Mann. Wieder stressig, ne? Wieder stressig. Oh, da kommen noch mehr. Wir holen jetzt einfach schnell. Das Ding steht übrigens immer noch. Fliegt. Nehmt das. Ich hole mir jetzt einfach schnell die Daten und dann düse ich ab. Ich habe das Gefühl, hier kommen jetzt unendlich. Das ist die Platte. Sichert sie. Erstmal Nachschub markieren. Los, los. Nachschub markieren und... Wo bist du? Wo bist du? Da. Gib, gib, gib. Gib, gib. Gib, gib, gib. Danke, danke. Danke, danke. Baumann, wir haben die Festplatte. Wir haben sie. Gute Arbeit. Ist sie noch intakt? Positiv. Wir haben sie angeschlossen und laden Ihnen die Daten gerade hoch. Sehr gut.
Felice Block zufolge entführt Santa Blanca bolivianische Kinder und schickt sie als Sklaven nach Brasilien, Argentinien und Mexiko. Wir können seine Beweise jetzt publik machen. Niemand sympathisiert mit Kinderhändlern. Nicht mal Drogenhändler. SOS, auf dem Alarm. Los, rettet mich. Ich habe extra alle fast gekillt für euch. Können wir jetzt bitte in einem Hubschrauber und abhauen? Habe ich hier irgendwo einen geparkt? Ich muss mal eben kurz einmal ab hier. Da haben wir tot. Ah, unser nächstes Ziel wäre der Kollege. Den kann ich noch nicht holen. Der hier. Dafür muss ich dahin. Die finstersten Geheimnisse der Unidad lagern auf einem Server in der Leider kann ich gerade nicht schneller schnell reisen. Leider. Fertig. Ich brauche unbedingt ein Auto, um hier wegzukommen. Auto. La. Alle rein hier. Alle einsteigen. Ciao. Schieß mal ruhig die Helis ab. Ja. Schön mit der Minigun. So lobe ich mir das doch. Sobald wir entkommen sind, können wir auch schnell reisen. Das Ding ist, sobald wir entkommen sind. Das wird nicht so easy, habe ich das Gefühl. Oh Mann! So entkommen wir nie. Los, schneller! Wir werden gejagt. Oh, und die Unidad-Patrouille verloren. Oh, danke, Merkel. Danke, Eibladen. Ach, Mann. Okay, dann können wir jetzt schnell reisen. Und zwar genau dahin. Perfekt. Mann, das war wieder spannend, oder? So, den nächsten, wenn wir den gekillt haben, können wir, also jetzt den, wenn wir jetzt den wir jetzt verfolgen, das ist doch dieser Obermacker da, wenn wir den, ich glaube, den müssen wir gar nicht töten, ich glaube, der ist nett. Aber wenn wir den haben, müssen wir, dann können wir, glaube ich, wieder so einen Zwischenboss töten. Geh schon mal vor. Wie jetzt eben quasi, das war, wobei eben der Zwischenboss war ja kein, den wir töten mussten, das waren ja, wollte schon sagen, wo sind die Motorrad-Sounds? Es war ja so an sich kein Boss so richtig, den man töten musste, sondern gerade das beschaffen, aber ihr wisst, was ich meine. Ah! Haha! Warum steht an der Straßenränder eigentlich immer irgendwie brennende Autos oder so? Richtig doof. Die Leute haben hier ein richtiges Scheißleben. Immer werden die Leute aufgehangen, gekillt, die Autos brennen. Ich sehe Schienen. Ich will hier nicht wohnen. Wachtürme, Lagerhallen und... Ist das ein Heliport? Wenn Bowmans Info stimmt, ist das Datenzentrum unter der Erde. Suchen wir das Kellergeschoss. Sind wir hier schon richtig? Ach du Kacke. Wir sind so des Todes geweiht. Drohne fliegt. Drohne! Hallo? Soll hier nicht einer sein, irgendwie? Ich sehe aber nichts. Vielleicht auch unterirdisch? Vielleicht alles unterirdisch. Ja, jetzt sehe ich doch überall lila Punkte, also überall lila Sachen auf der Minimap. Ist einer mit Maschinenpistolen. Aber die sind alle unterirdisch. Das irritiert mich. Ach, Wayne, Alter, hol ich mir mal eben schnell weg. Tango ist tot. Ich sehe ein zweites Ziel. Holt euch den mal. Sagt, wenn ihr bereit seid, Kollegen. Hab das Ziel. Danke. Dankeschön. Sehr nett. Aber wie komme ich da jetzt rein? Einfach durch den Haupteingang so, hey, da bin ich. Wie komme ich jetzt da rein? Da muss ich mir mal eben gucken. Okay. Die wissen es anscheinend wie. Die gehen einfach schon mal rein. Gut. Viel Spaß da drin, Kollegen.
Ja, die gehen einfach mal, ne, die gehen einfach mal schon mal rein, gucken mal, was da drin abgeht. Richtig nett. Oh Mann. Ah, wie lustig. Aber immerhin weiß ich jetzt, wo der Eingang ist, dank den Kollegen. Um den Tag herum. Ja, ja. Den holen wir uns gleich. Unidad, Unidad. Jeder mag die Uni. Ich sehe den gar nicht. Wo hast du bitte einen Soldaten ge... Unter der Erde? Kannst du etwa... Hast du einen Röntgenblick oder was? Er sieht einfach den Soldaten durch die Erde. Ja gut. Superman, was los mit dir? Warum machst du nicht in Zukunft die Einsätze alleine, wo du durch die Erde gucken kannst, du Hacker? Führt. So, mal sehen, wo der Tunnel führt. Ja, ja. Ich habe gerade Angst, dass ich runtergehe und da steht da direkt vor mir ein Soldat. Wie weit geht denn das jetzt runter? Ja, los jetzt hier. Geht aber echt weit runter. Hi! Die unendlichen Treppen aus Super Mario. Da. Da geht's gleich rein. Oh, ist das dunkel. Ich hab Angst, Leute. Ich hab so Angst, Mann. Bitte, beschützt mich. Da irgendwo sind auch Leute. Waffe wechseln. Der Wichser weiß jetzt, dass sie sehen getroffen. Ich verzieh dich. Das musste noch irgendwo einer sein. Alle tot. Alle easy beseitigt. Hier ist einer dieser Kartellorden. Den wird bestimmt ein Sicario vermissen. Hey, 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 was haben wir denn hier? Punkte das ist nehmen. Eine Auszeichnung. Nehmen wir doch mal mit. Sieht aus wie aus einer Cornflakes-Packung. Hey. Oder von der Air Force oder so. Alles mitnehmen, was wir sehen. Na, 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 na. Finde den Hauptserver. Wo könnte der denn sein? Aber die haben hier schicke Autos, ne? Schicke, schöne, gepanzerte, fette Autos. So lobe ich mir das doch. Hier kann ich noch rein. Hallo? Hallo? Ist hier noch irgendwas versteckt? Entschuldigen Sie? Ne, scheint einfach gar nichts zu sein. Das macht mich traurig. Kampfvorposten findet, sind die Hauptserver. Vielleicht das Leuchtende da oben. Das könnte es sein. Da hinten sind Treppen, naja. Gehen wir mal gucken, Leute. Leuchti, leuchti, leuchti. Server, Server, leuchti. 3, 2, 1 und du bist meins. Das ist das Terminal mit dem Zugriff auf das Hauptsystem. Bam, Alter. Oh oh. Bin drin. Ich lade Bowman die Dateien hoch. Ihr passt auf. Hier gibt es Unmengen von Daten. Abschuss. Feinde im Anmarsch. Da stand er da einfach. Beschäftigt sie während der Übertragung. Oh oh, wir müssen die Position verteidigen. Ziele angreifen. Oh, wo kommt ihr denn her? Aua. Von wo denn? Ich werde einfach von überall beschossen. Ah! Du doch verarschen. Das ist doch Mobbing. Naja, aber ernsthaft, ich wurde echt von überall beschossen und ich konnte nichts machen. Ja, du bist schon da, schön. Dann rette mich mal. Gib's mir. Verdammt, das war knapp. Danke, Mann. So. Ein Auto kommt von da. So, Granate für euch, Kollegen. Einer weniger. Noch mehr? Granate kommt. Komm, mierda, culeros. Shit, Mann am Boden. Oh. Muss weiter verteidigen. Weg mit dir. Da kommt gleich einer hoch. Habe ich doch gesagt. Oh, ich muss nachladen. Ah! Oder ich habe auf Nachladen gedrückt. Irgendwie sowas.
Hab ihn. Hörst du mich? Ich bin gleich da. Ich finde das sehr schön, wenn die sich gegenseitig wegschubsen. Das hat aber gedauert. Keine Granaten mehr. Nein! Ah! Ich bin gestorben. Im Kampf getötet! Ich hätte mich ducken sollen. Damn it. Da war ich zu voreilig. Hätten wir eigentlich schaffen müssen. Ganz ehrlich, sorry. Das hätten wir schaffen müssen. Wobei, ich glaube, die Zeit ist sogar abgelaufen. Wir sind nur gestorben. Das ist das Problem. Richtig, richtig schön gerade Kabelsalat. Genau! Jo, wir warten hier gerade schon, ne? Die ganze Zeit, aber irgendwie ist nichts los. Ich hab mich wieder reingeschlichen und so, aber irgendwie ist echt nichts los. Wir warten einfach nur hier eine Minute oder so. Oh, jetzt kommen wieder von allen Seiten. Oh nein. Oh, Scheiße. Feuer frei. Jetzt habe ich Probleme wieder. Aber ich habe diesmal eine schöne Sniper dabei. Gegner getroffen. Was zur Hölle ist hier unter mir passiert? Wo sind die? Sind die durch die... Gut, da ist gerade ein Haufen Gegner durch die Welt gefallen, weil die, glaube ich, sich durch den Tunnel geglitscht haben. Gut, danke, Gegner. Ciao, ne? Wir alles gehen klar. Dann jetzt. Bowman hat alles, was relevant ist. Oh Mann, ey, war das ein Trottel. Das war echt dumm. So. Moment, wir fahren dann jetzt einfach los, ne? Oh, Entschuldigung, hast du den Kollegen umgebraddelt? Wir fahren los, immer wieder los. Schön mit einem Unidad-LKW hier. Aber habt ihr das gesehen? Die sind nämlich durch die Welt gefallen, alle. Auch weil die markiert waren, hat man das richtig schön gesehen. Au. Ihre Daten haben interessante Infos gebracht. Und die wären? Ich muss los. General Varus Ex-Adjutant sitzt ein. Er wusste zu viel über Unidads schmutzige Wäsche, also hat Bao ihn weggesperrt. Holen Sie ihn da raus, dann verrät er uns vielleicht etwas über seinen alten Boss. Los. Klappen. Außerdem wurden vielleicht Leute von uns enttarnt, die wir bei der Unidad eingeschleust haben. Oh. Irgendeine Santa Blanca das will ich. Da will ich rein. Und will die Namen meinem Unidad-Hauptmann namens Iglesia verraten. Ja, Mann! Kartellspitzel zum Ciao! Oh Gott! Danke. Ich lebe noch! Ja! Nomad hier. Entschuldigen Sie die Unterbrechung. Kein Problem. Wissen wir, wo sich das Ziel aufhält? Aber wir haben den Standort des Unidad-Hauptmanns. Oh Gott, war das schlecht. Folgen Sie zu seinem Treffen mit dem Spitzel und schalten Sie den Spitzel aus. Verstanden. Melden Sie sich, wenn sich aus den Daten noch was ergibt. Habt ihr das gesehen? Überall Explosionen, das war richtig scheiße von mir. Also einfach so richtig. Geht nicht, ne? Dann machen wir mal eben kurz. So. Ich möchte jetzt endlich abhauen. Das wäre toll. Ich nehme mal das Auto hier. Macht immer so lange eine gute Ablenkung. Oh Gott. Oh Gott. Weg. Oh, endlich. Ein Zug! Wir haben auch kein Glück. Leute. Stuntman! Oh, schade. Ich dachte, ich kann mich auf den Zug mit dem Auto fahren oder so. Oh, oh. Wo gehen wir denn lang? Überall ist Unidad. Überall. Au. Alles okay. Was ist unser nächstes Ziel eigentlich? Ach, da oben. Wir fahren also in die falsche Richtung. Okay. Ich will hier nur weg, ohne Witz. Überall ist Unidad. Wir haben auch kein Glück im Leben von, Los, weiter, wir haben es gleich. Oh, ich hab einen Platten. Einfach weiterfahren. Das passt schon.
Oh, Patrouille verloren. So, weg hier. Ciao. Ah, Blitzreisen. Mann. Wir haben es wieder einmal geschafft. Und das verdanken wir den Powerpuff Girls. Oder auch mir. Moa. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Ghost Recon Wildlands. Bis dann und euch noch einen schönen Tag. Nein, aber wirklich, bis zur nächsten Folge. Tschüss.